nachdem, wenn es so gross über den Triple geht, nachher noch auf dem Markt dort. Dritter Tag, Chardy 2010, Europameisterschaft, auch für junge Reiter. Und dank Verena durften wir schon sehr früh aufstehen, kein Frühstück zu uns nehmen und um ca. 7 Uhr auf der Reitanlage sein und uns um die Verena kümmern. Sie hat ihr Pferd vorbereitet. Und wir haben uns vorbereitet und wir haben dann am Operetteplatz gemeinsam das Beste versucht. Und es hat auch anfangs sehr gut ausgesehen und ich würde mal sagen, wie es aus deiner Sicht dann weitergegangen ist. Ja, also der Anfang war super, ich habe ein richtig gutes Gefühl gehabt, der ist sensationell gesprungen. Es hat wirklich total Spaß gemacht und alles funktioniert und schön Galopp, schön vorwärts, rückwärts. Ja, dann habe ich leider auf der letzten Linie einen kleinen Fauxpas gehabt. Ich habe ihn nicht ganz vorwärts gebracht, also ein bisschen seitlich, habe die Schulter weg. Ja, und wie ich dann versucht habe, eben vorwärts zu reiten, hat es zuerst nicht funktioniert. Und ja, ein bisschen später hat es dann wohl funktioniert und dann war ich an den letzten zwei Sprünge total aus dem Rhythmus und habe an der vorletzten Nummer 12 und 13 habe ich zwei blöde Fehler gehabt. Ich habe vorher einen Fehler gehabt. War so oder so. Ja, der war ein blöder Fehler, aber die letzten zwei ärgern mich schon gescheit. Und ich war auch sehr enttäuscht danach. Aber jetzt bin ich höchst motiviert für den Tag morgen. Nationenpreis, zwei Runden. Da geht's dahin. Ja, also für die ersten Sprünge bin ich verantwortlich gewesen und für die letzten zwei dann mein Kollege. Sagen wir der Roland. Der Roland war's. Ja, Roland, wie hast du die letzten zwei Sprünge gesehen? Nein, was dann eigentlich ist, die Verena spitze geritten. Eigentlich bis zum Ende alles. Wir haben Lochsprung 9, glaube ich, war das. War ja ziemlich eine scharfe Wendung oder eine riskante Wendung eigentlich. Ich denke, dass er in dem Moment die Zunge drüber da hat und durch das auch der Durcheinander, wo er dann über die Schulter weglaufen ist. Aber das Positive war, sie hat 12 Sprünge super absolviert und 3 sind leider unfair.